Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es eine Art Sub-Live-Inventur für euch. ein paar von euch hatten sich ein Sub-Update gewünscht. Ich muss vorweg sagen, mein Sub und ich haben eine sehr lockere Beziehung. Er stört mich nicht und er wächst immer fleißig. Weil, also ich denke halt so, erstmal, viele von den Büchern gibt es irgendwann nicht mehr zu kaufen. Also ich habe bestimmt viele Bücher im Regal, die man mittlerweile gar nicht mehr neu kriegt oder in dem Format nicht mehr kriegt. Bücher werden nicht schlecht und irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, wo ich, keine Ahnung, vielleicht 6 Kinder oder sonst was habe. Jetzt kommen die ganzen Ausreden. Und nein, das ist wirklich die Art, wie ich darüber denke, weil einige finden ihren Sub ja ganz schlimm. Ich aber nicht, weil irgendwann kommt vielleicht der Zeitpunkt, wo ich einfach gar nicht mehr wirklich Bücher kaufen kann und für dann habe ich einen Vorrat. So sehe ich das und Bücher werden nicht schlecht und außerdem sind Bücher sammeln und Bücher lesen nochmal zwei verschiedene Paar Schuhe. Das nur so vorweg. Also mir ist total egal, welche Zahl heute am Ende rauskommt, aber es ist einfach lustig. Ferris wird, also ich werde jetzt live unter Ferris seiner Aufsicht meinen Sub zählen. und wir werden euch dann das Endergebnis verraten und wir werden dann doch eine kleine Challenge draus machen, weil es einfach Spaß macht. Und Ferris wird mir sagen, bis wie viel ich meinen Sub reduzieren soll bis Ende nächsten Jahres. Ich brauche dafür Zeit. Darauf musst du aber auch irgendwie mal auftreiben, ne, dass du das nicht vergisst. Ja, ich versuch's. Bis Ende nächsten Jahres mehr als irgendwie 100 Bücher reduzieren geht ja eigentlich sowieso nicht, weil ich lese ja nicht so viel. Aber wir machen eine kleine Challenge draus und ja, wir geben vorher eine Schätzung ab, bevor es hier mit dem Zählen losgeht. Ich weiß, viele von euch mögen ja diese Sub-Schock-Videos. Da nimmt man alle ungelesenen Bücher aus dem Regal und stapelt sie. Ja, da brauchst du ja aber eine Weile und außerdem brauchst du erstmal so viel Platz. Ja, ich bin da auch zu voll zu, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich muss die hinterher alle wieder einräumen ins Regal. Also, da ich weiß halt, dass es viele sind, von da habe ich da keine Lust drauf. Deswegen werde ich die Bücher so zählen. Ferris überwacht das Ganze und wir verraten euch dann das Endergebnis. Also ihr seid auch beim Zählen live dabei. Meine Einschätzung, habe ich eben Ferris schon gesagt, ich weiß, ich hatte vor zwei Jahren oder so gezählt, da waren es ungefähr 400. Ich tippe jetzt auf an die 600. Ja, okay, also ich kenne mich natürlich mit Bücher nicht so aus. Deswegen habe ich auch gesagt, so 500 bis 600, habe ich auch gesagt, diese 2000 Bücher. So ein Viertel, das ist... mittlerweile habe ich mehr als 2000 Bücher. Ja, gut, aber Viertel, so ungefähr ein Viertel ist schon nachvollziehbar. Weil 700 finde ich zum Beispiel zu viel. Sag das nicht zu laut. Franziska hat ja eben schon mal kurz drüber angefangen. Der macht sie nachher. Hat sie mir gesagt, ich kann doch hier drin schon 70 Bücher haben. Im Wohnzimmer. Ich habe im Wohnzimmer nicht viele Bücher. Das ist eigentlich nicht möglich. Ich habe mich bestimmt verzählt. Aber wir zählen das gleich nochmal nach. Ich würde aber sagen, da wir jetzt hier stehen, fange ich hier an mit den Regalen. Und ja, es wird bestimmt ein bisschen dauern, weil ich teilweise ja zweireihig meine Bücher hingestellt habe. Und deswegen ist gut, dass Ferris aufpasst und falls ich mich verzähle. Wieso machst du eigentlich nicht mit der anderen Kamera, die man halten kann? Ist doch viel, macht doch viel. Ich gebe dir gleich das Ding zum Halten. Ja, kriegst du gleich. Genau. Also ja. Jetzt geht's los. Achso, ihr dürft natürlich vorher gern auch mal in die Kommentare eine Einschätzung schreiben. Sollen wir ein bisschen schneller machen? Machen wir sofort. Ich überlege nur gerade, ob ich noch was sagen wollte. Nein, okay, jetzt geht's los. Vielleicht doch 700. 52, 53. Ich muss dir kurz überlegen. 53. 54! 55, 56, 57, 58, merk dir das mal kurz, hast du ungelesene Bücher von mir bei dir zu Hause? Iskari hast du aber schon gelesen, ne? Den ersten, ja. Bartimeus 3 hast du auch gelesen? Nein. 59? Ne, dann nicht. Ich habe nur noch der Runenmeister, aber das ist meins. Ja, 60, 61. Der zweite hiervon, 62. 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72. Ich hab doch drüben nicht 70 Bücher, wenn das alles hier 70 war, das kommt nicht hin. Na gut, du hast ja drüben aber auch Tuba, ne? 70, stimmt. Aber die habe ich nicht gelesen. 76, 77, 78, nee, gar nicht wahr. 78, 79, 80, 81, 82. Teil. Der kommt bald raus. Ich muss erst den zweiten lesen. 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81.
200. 31, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Mal drei. Ja, 700 kommen wir. Ferris, du hast die Bücher durcheinander gebracht. Hab ich nicht. Die Blutlinie steht zwischen Fitzek, das geht gar nicht. Da war die Lücke. Ich hab's nur reingestellt. 2, Oh, entschuldige, Emma. 41. Oh. 42. Zählt das? Hab's auf Deutsch gelesen. Ja, im Grunde zählt es eigentlich schon, ja. 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55. In dem Raum hier. Ja, 70 waren es drüben, theoretisch. Ja, zähl doch mal nach. Hier, warte, hab ich hier noch was? 621, 23. Naja, aber die Ausgaben habe ich nicht gelesen. Harry Potter habe ich eigentlich nicht gelesen. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Das mit denen? Ja, 40, 41, 42, 44, 45. Der Akku ist gleich leer. 45, oh nein. 46, 47, 48, 52, 53, 54, 55, 56. 59, 60, 61.
61. Das Regal habe ich tatsächlich komplett gelesen. Oh! 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, es wird kritisch. 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90. 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Das macht 734. Ich mag meine Bücher. Du kannst mindestens, du kannst 7, 8, 10 Jahre lesen, ohne ein einziges Buch kaufen zu müssen. Sicherheitsvorrat. Falls ein Atomkrieg ausbricht oder was? Ja, stell dir das mal vor. Oder die Pandemie wird noch schlimmer und wir müssen uns 10 Jahre verbarrikadieren und können nicht mehr rausgehen. Ja, wahrscheinlich. Das könnte alles passieren. Du solltest eher eine Challenge machen, nicht über 800 kommen zu dürfen. Wir 734, ne? Ja. Die 800 knacke ich wahrscheinlich noch dieses Jahr, wenn ich so einen Adventskalender denke und so. Deswegen, ja. 734. Ja, genau. Was ist denn jetzt dein, ja, deine Vorgabe? Sag doch 34, dann hast du 700. Ich soll in einem Jahr nur 34 Bücher abbauen? Wenn man bedenkt, dass du meistens im Monat nur 6 bis 7 schaffst. Du willst ja auch noch andere lesen. Da kommt noch, was ich mal lese, so was lesen, was klären und so weiter. 699. Na gut. In einem Jahr. Obwohl, das könnte ich mir fast, da dürfte ich aber nichts mehr kaufen als Jahreschallenge noch für dieses Jahr machen. Das kaufst du, glaube ich, nicht so gut. Dann darfst du dann darfst ja kaum was anderes mal lesen. September, Oktober, November, Dezember. Das sind noch 5 Monate. Ja, aber dann darf ich keine anderen kaufen. Aber hast du nicht gesagt, dass jetzt noch halt viele zur Buchmesse und sowas rauskommen, neu und alles? Ich weiß, das ist so eine Schande. Ich bin total unschuldig. Also, nächstes Jahr um diese Zeit liegt mein Sub unter 700. Naja, damit wären wir am Ende. Ich hoffe, ja, euch hat der kleine Sub-Schock gefallen. In diesem wirklich traurigen Video. Aber überleg mal, wenn ich besitze mehr gelesene Bücher als ungelesene. Hast du die da oben eigentlich mitgezählt? Oh. Verdammt. Verdammt, wieso sagst du denn sowas? 35, 36, 37, 38. Was habe ich jetzt hervorgeholt? 39, 40, 41, 42, 43, 44. Nee, das habe ich, glaube ich, gelesen. Ja. 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55. Ich hätte jetzt auch ein bisschen mehr bis Jahresende. Nein, wir waren ja bis Jahresende, ja, aber wir behalten das bei. Nächstes Jahr um diese Zeit, also Anfang August, ist mein Sub unter 700. Das glaube ich, das finde ich sehr. Aber kannst du selber versuchen. Ich bin sehr entschlossen. Okay, dann war es in dieser Stelle. Nein, es fehlt noch was. Was denn? In Case of One 2. Das habe ich zum Beispiel, das hast du noch nicht gelesen, habe ich aber bei mir, aber du hast es nicht erzählt hier. Ich habe dich ja gefragt. 756. Ja, das habe ich, du hast gefragt, ob ich zu Hause habe. Ich habe es nicht zu Hause, ich habe es hier. Ja. Damit sind wir jetzt mal wirklich am Ende. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare, aber wie gesagt, ich habe mit meinem großen Sub kein Problem, also ja. Für das glaube ich schon eher. Er lacht sich hier tot. Naja. Und dann war es das an dieser Stelle. Wir wünschen euch noch einen wundervollen Tag, ganz viel Spaß beim Lesen und dann freuen wir uns, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dann. Tschüss.